Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Chaos Camp Diego. Ja, der Fendt hat tatsächlich das ganze Feld hier fertig gemacht. Ich bin imprägniert. Ja. Wir können das Mähwerk zusammenklappen. Ich passe hier nicht ganz zwischen, ich bin ein bisschen zu fett. Ah, geht. Es geht, es geht. So, ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der tritt hier auf die Bremse, das Mähwerk leuchtet in einem völlig falschen Rotton. Nimm mal den Fuß von der Bremse hier. Wie sieht denn das aus? Oh, der Anstaller passt ja gar nicht hier. Muss ich nochmal ran hier. Verdammt. Wie viele Stunden ich an diesem Mähwerk schon gebastelt habe, ne? So. Ja, danke, dass du mal von der Bremse gehst. Dass man auch mal wieder die Originalfarbe hat hier. Na, und wie gesagt, jetzt müsste man eigentlich hier diesen Hebel rumklappen, der aber gar nicht da ist. Gucken, wir fahren nochmal einmal kurz rund und gucken, ob er auch wirklich alles gemäht hat. Das sieht sehr gut aus. Ich habe auch einen kleinen Schwader. Jetzt bei diesem Acker wäre noch zu überlegen, ob wir es vielleicht schwadern. Vielleicht schaffen wir das. Ey. Oh, hallo, ho. Oh. Noch höher. So. Verdammt. Ich habe einen kleinen Schwader nur. Aber es wäre zu überlegen, eventuell mit dem kleinen doch mal hier zu schwadern. Wir fahren mal eben zum Hof. Der Deutz müsste doch mal ganz dringend getankt werden. Ist hier... Ach, meine Maus ist alle. Deswegen ging der Frontlader eben auch nicht. Sekündchen, YouTube, Sekündchen. So. Ach, ich hasse es. So. Was ist denn jetzt hier? Ach, das ist ein Acker. So, das wollte ich. Ich wollte nur wissen, was das ist auf an der Seite. Ich war mir nicht mehr sicher, ob hier eine Wiese ist noch. Ja, ich bin schwer wiesenabhängig hier. Hier können wir auch noch mähen. Wobei da echt die Überlegung ist, ob ich mir ein Frontmähwerk gönne. Die Schafe, meine letzte Hoffnung hier. Oh, die fressen den ganzen Sommer über das Gras von der Weide. Im Winter gebe ich die ein bisschen Bellekiss und ich will hoffen, dass die gut Kohle abgeben. Ne? Ich glaube, die anderen Flächen hier, ja, kann ich vielleicht noch düngen oder so. Müssen wir mal gucken. Also ich habe ja schon öfter, also alle Missionen gemacht schon hier. Aber wie gesagt, nur die einfachen. Ne? Nur eben hier Gülle fahren, spritzen und so. Ne? Mir wurde das am Anfang auch angeboten, so ganze Felder zu pflügen und so. Ich so, ah, nee, da, nee. Lass wir das mal lieber. So, wir haben so eine Wiesenschleppe hier, aber wir haben auch Gülle. Ich werde dann wohl Gülle auf die Felder tun. Ne? Wenn es dann soweit ist. Jetzt müssen wir erst... die Viecher verkaufen. Jetzt bin ich eben bei den Schafen vorbeigefahren. Da müsste eigentlich der Viecheranhänger stehen. Fahr zärtlich, mein Freund. Fahr zärtlich. Hat keinen schönen Sound, ne? Aber naja. Was will man machen, ne? Kann ich immer gewinnen. So, habe ich eben gar nicht gesehen, dass der Anhänger hier stand. Aber ich wusste es noch, dass ich ihn hier hingestellt habe. So, hol dir mal das Tierchen. Oh, die Ackerschiene passt ja auch gar nicht richtig. Ja. Na egal. Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Angekuppelt. So. Also, ich habe eben mit der Leica gesprochen. Das ist die Leitkuh und ich muss die Chefin ja vorher fragen. Er hat gesagt, ein Anhänger voll. Hat sie gesagt, geht. Danach muss aber dreimal der Klauenpfleger kommen. Ja, sie hat den also direkt dreimal hintereinander. Möchte sie einen Klauenpfleger haben dann. Ich denke, es ist ein Kompromiss. Das kann man eingehen. Zumal man muss ja auch an das Wohl der Tiere denken. Sie werden sterben. Ja, also es ist kein Witz jetzt, wir spielen mit Seasons. Wenn die Kühe im Winter nichts zu fressen haben, werden diese sterben. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf. Also müssen wir uns von den Kühen trennen.
Beim Schwein, also ich habe auch schon Schweine verkauft, 10 Stück. Das hat das gar nicht weh, weil Schweine verkaufen. Ja, also es ist in dem Spiel halt so, wenn du. Du machst das Schwein ja quasi nur, damit du es nachher verkaufen kannst, ne? Aber meine Kühe, die sollen Milch geben, die will ich gar nicht verkaufen. Alter, hier steht ja alles voller Wasserfässer. Die haben auch Durst. Ja? Die Mukus haben auch Durst. Müssen wir mal gucken. Wir machen erst jetzt die Kühe weg. Ich weiß nicht genau, wo ich stehe. Machen wir mal das Tiermenü an. Das Tiermenü ist nicht an. Das heißt, ich stehe nicht richtig. Jetzt ist das Tiermenü an. Sehr gut. So, oh, da passen nur 4 Kühe drauf. Ja, was? Nur 4 Kühe? Ich verkaufe wirklich nicht oft Kühe. Bestätigen. Dann werden wir wohl doch zweimal fahren müssen. Verdammt, da hat die Leica mich ausgetrickst. Da muss ich gleich nochmal Nachverhandlungen führen mit der Leica. Was kann der denn heben und senken? Ich hab die falsche Taste gedrückt. Was hebt und senkt er denn? Ach, sich selbst! Ach, wie geil. Kann man das hier... Pikturieren. Schweren Herzens wird das abpikturiert. Jetzt vielleicht hoch. Ja, danke. Verdammt, da hat die Leica mich ausgetrickst. Die hat gesagt, ich darf nur einmal fahren. Ich bin aber davon ausgegangen, dass 8 Kühe drauf passen auf den Anhänger hier. Ich hatte, glaube ich, nur die Schweine gescheatet, weil Kühe verkaufe ich eigentlich nicht mehr. Wir müssen gucken, dass wir heile rüberkommen. Danke, lieber roter SUV-Fahrer. Das gewartet haben. Wir müssen quasi nur geradeaus. Das ist alles easy. Es ist machbar. Aber wir müssen danach nochmal fahren. Nochmal Kühe verkaufen. Heute ist nicht mein Tag, YouTube. Es ist nicht mein Tag. Ich mag das nicht, wenn Kühe verkauft werden. Aber ich mag das auch nicht, wenn Kühe verhungern im Winter. Also muss man das kleinere Übel nehmen. Nein, die werden nicht geschlachtet. Die werden nicht, die sind hier. Das ist einer, der kümmert sich um die. Die werden hier nur gestreichelt. Ja. Das ist sowas wie so ein Gnadenhof hier. So, ich glaube, so genau braucht man gar nicht fahren. Ja. 12.000 Euro. Das ist auch nicht. Da geben die an Milch mehr Geld, ne? Also jetzt alle zusammen. Ich komme wieder. Wir müssen nochmal 4 Kühe wegbringen. Und dann ist aber auch gut. Dann habe ich 72 Kühe. Ist eigentlich auch noch zu viel. Müsste ich ein drittes Mal fahren noch. Alter, ey. Das kriege ich nicht durch bei der Leica. Da kann ich... So oft kann ich den Clownpfleger gar nicht anrufen. Ich wusste, dass du mir die Vorfahrt nimmst, Kollege. Merkt euch den blauen Pickup. Das ist ein Straßenraudi. So, wo geht es denn rein hier? Ich weiß, hier geht es irgendwo rein. Wo denn? Hier geht's rein. Oh mein Gott. Das war übrigens bei unserer Opa auch mal so. Ne? Habe ich schon öfter erzählt. Also unser Opa, wenn eine Kuh verkauft wurde, hast du den ganzen Tag nicht gesehen. Wenn ein Pferd ging, war der eine Woche scheiße drauf. War einfach so. Und der hat davon gelebt auch. Ne? Und so. Ja, man hat... Also, gut, ich habe ja noch einen anderen Onkel, der hat Schweine... Also jetzt auch nicht mehr, der hat aufgegeben. Aber der hatte viele Schweine. Und der hat auch richtig Schweine geliebt, ne? Also der hat die richtig durchgeknuddelt, ne? Der war da richtig begeistert von so einem Schwein. Das kenne ich jetzt von zu Hause her nicht so. Also Schweine, das waren immer schon... Ja, es waren halt Schweine, ne? Die Schnitzel. Und eine Kuh, das war... Die wurde geknuddelt auch. Ne? Das ist so. Ja, das ist schon verrückt. Ich meine, der war... Schweinebau, aber auch schon immer als Nebenerwerb.
Hauptberuflich hat er Gräben gemäht und macht das auch immer noch, glaube ich. Ja, macht das immer noch mit dem Grabenmähen. Das hat der Opa schon gemacht. Der hat schon die Gräben gemäht, damals noch mit so einem alten Baltenmäher und so. Heute hat er einen hochmodernen Bagger und sowas, ne? Der muss nicht mehr schief im Graben laufen. Der macht das heute mit so einem Mähwerk vorne am Bagger dran, ne? Da gibt es gar nicht so viele von, die das hauptberuflich machen. Wusste ich auch gar nicht. Und ja, wie gesagt, der hat halt Schweine. Dann hat sein Nachbar aufgegeben, hat dann den kompletten Hof dabei gepachtet. Vorher weiß ich noch, also ganz früher hatten die noch Kühe, das weiß ich noch. Die hatten aber rotbunte schon immer. Auch nicht viele, so 20 Kühe in der Anbindung hatten die da stehen. Das weiß ich noch, die hat er weggetan und dann hat er den kompletten Kuhstall zweistöckig umgebaut zum Schweinestall. Mit hier für die Ferkels, mit Heizung in der Wände, dass wenn die an der Wand liegen, dass die sich nicht verkühlen und so. Also richtig geil. Wie gesagt, und dann später nochmal den Hof vom Nachbarn komplett dabei gepachtet. So, und dann ja, war es soweit, er hätte nochmal einen neuen Stall bauen müssen und komplett neue Lüftungsanlagen bauen müssen. Da war auch wieder ein heißer Sommer. Nicht der jetzige Sommer, da war davor auch noch ein heißer Sommer. Und ja, Lüftung hätte einen Kredit für aufnehmen müssen. Er hat drei Kinder und er wusste von vornherein schon, alle drei Kinder werden den Hof nicht weitermachen. Und dann hat er gesagt, ja, hör mal zu, was soll ich jetzt noch einen Kredit aufnehmen für eine Lüftung, wo ich genau weiß, es geht eh nicht weiter. Ja, und dann hat er aufgegeben. Hat er gesagt, so, das war's, Schweine weg, Ackerland wird verpachtet, fertig. Ne? Macht jetzt nur noch Grabenmähen. Und das als Schweinebauer. Das ist schon weit gekommen in Deutschland. Es ist wirklich weit gekommen in Deutschland. Ne? Schweinebauern, das waren immer noch die, die noch wirklich einigermaßen Einkommen hatten. Ne? So, wir müssen mal eben ein Ablenkungsmanöver starten. Irgendeiner muss sich jetzt die Leica schnappen und mit der zu dem ganz wahnsinnigen Zuchtbullen laufen. Der Junge weiß Bescheid. Dem habe ich das gerade schon gesagt, dass die Leica kommt. Der ist vorbereitet. Ja, hier mit der hat sich die Hörner eingecremt und Vaseline und so. Ne? Sieht richtig fesch aus, der Junge. Melkfett. So, wir klauen hier einfach. Das ist mir scheißegal jetzt, was die Leica dazu sagt. Ich habe zu viele Kühe. Ich habe zu viele Kühe. So, jetzt müssten wir 69 haben. 68 wollte ich sagen. Es sei denn, die haben sich schon wieder vermehrt zwischendurch. Aber vermehren tun sie sich, glaube ich, nicht so. 78. Doof. Du doof. So. Sehr schön, dann tun wir gleich noch mal Wasser bei. Der Milchtank ist Gott sei Dank noch voll, das heißt, für heute kriege ich noch mal volles Milchgeld. Das sind auch so fast 30.000 Euro noch mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe noch keinen Acker, ne? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh, der Geld ja alle Bock über 200.000 Euro auf dem Konto. Oh. Nee, ich habe kein Ackerland, ne? Ich muss erst noch Ackerland kaufen. Ich habe noch keinen Dreschkasten. Und vielleicht gönne ich mir noch ein Frontmähwerk. Weil das auf den kleinen Feldern echt Sinn macht, wenn man Frontmähwerk besitzen tut, quasi. Ne? Ja, die werde ich mir gönnen von den 218.000. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe das schon mal ausgerechnet. Über 60, ich glaube 70.000 gehen noch für den Drescher drauf mit Schneidwerk. Und da ist der Anhänger noch nicht mal beigerechnet, der Schneidwerkanhänger. Wenn es den überhaupt gibt, ich glaube, da ist standardmäßig gar keiner bei, ne? Ah, ich hatte das immer, weil ich immer mehrere Mods im Ordner habe, konnte ich das immer kompensieren. Auch das mit dem fehlenden Maisgebiss, das war gar kein Problem. Das habe ich mit einem anderen Mod kompensiert, die habe ich jetzt aber nicht drin, quasi. Ja? So, wir verkaufen die letzten Kühe. Wir machen 2 Gedenksekunden. So, das reicht. Ich muss ja, Geld bekommen und Geld ausgeben. Ne? Das ist ein Kreislauf. Das ist ein gottverdammter Kreislauf. Ne? Einmal kurz, ich fahre noch bis auf die Straße, damit ich auch alle Autos blockiere.
Ich glaube, die kommen nicht wieder. Also die fahren nur in eine Richtung hier. Schneidwerkwagen. Ganz schnell. Ganz schnell. Haben wir? Haben wir. Haben wir. Kosten mich nochmal 6000 Chipse. Alter Verwalter. YouTube. In diesem Video werden keine weiteren Kühe verkauft. Ist das nicht schön? Das ist das absolute Highlight dieses Videos. Es werden keine weiteren Kühe verkauft. Wir können den Anhänger wegbringen. Frontmähwerk ist jetzt noch zu überlegen. Und im nächsten Video werden wir wahrscheinlich schabadern. Ich versuche das mal. Diego ist draußen. Habt euch lieb.